Dank, Deborah. Vielen Dank, Sören. Und jetzt darf ich die Künstler auf die Bühne bitten, bitte die dritte Reihe zuerst. Gitarrenklasse 2012 von der Werkrealschule beziehungsweise von der Grundschule Ilsfeld. Man muss vorsichtig sein, momentan ist es ja noch getrennt, aber es wird wohl demnächst zusammenwachsen. Wir haben momentan Schüler aus der ersten Klasse, die sehen wahrscheinlich die hinteren Reihen gar nicht, die stehen hier. Hier stehen zwei aus der ersten Klasse und dann gibt es sehr viele Zweit- und Drittklässler und ein Viertklässler ist auch runtergerutscht. Momentan sind wir 29 Kinder, die sich also in einen ersten Ansturm für die Gitarrenklasse gemeldet haben. So, ich hoffe, die Kinder haben ihren Akkord. Jedes Lied geht in drei Stufen. Zuerst haben wir einen Rhythmus, der beginnt unten im Fuß, dass man so locker schwingt und mal den Takt hat. Dann kommt die rechte Hand dazu. Die rechte Hand schwingt locker hoch und runter. Ganz locker schnickt die in der Luft. Und bevor die Musik macht, gibt es ein Signal, wie das bei den Muskeln üblich ist. No? Und zwar geht es a one, a two, a one, two, three, four. Nach 6 Wochen, wie vorher besprochen, nur bei einem Akkord. Das wird heute auch so bleiben.
aber keine Trauer, es wird vielleicht noch mehr Vorspiele geben, dann wechseln wir auf. Das heißt, wir spielen heute nicht nur einen einzigen Akkord, aber pro Lied beschränken wir uns auf einen Akkord. Es geht darum, sauber zu greifen, diesen Akkord zu treffen. Es geht darum, rhythmisch die rechte Hand zu bewegen und gemeinsam anzufangen, im Idealfall gemeinsam aufzuhören. Frosch und Maus freuen sich also, wollen ein Fest feiern. Frosch und Maus feiern in einem alten Pappkarton. Wir feiern natürlich nicht in einem alten Pappkarton. Wir feiern im neuen Musikraum von der Grundschule oder Grund- und Hauptschule und der Realschule. Und ich glaube, ich habe jetzt auch noch einen Meisterer hereinkommen sehen. Oder habe ich mich getäuscht? Frau Leistner ist noch nicht da. Sie wollte heute Abend kommen, vielleicht ist er aufgehalten worden wegen widriger Umstände. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei der Dame ganz herzlich, dass sie uns heute Abend hier das ermöglicht hat und überhaupt diese ganze Gitarrenklasse ganz toll unterstützt. So, was wir bei der Gitarrenklasse machen, ist, dass wir versuchen, im gemeinsamen Erlernen und Erleben Musikalität von Anfang an zu machen. Ganz ohne Übung geht es nicht. Und da verzeihen Sie dem Pädagogen, wenn ich Ihnen das jetzt auch ein bisschen präsentieren möchte. Es kommt jetzt eine Mini-Mini-Unterrichtsstunde. Ich habe es Ihnen auf der Einladung angedroht. Nutzen Sie bitte das. Beobachten Sie Ihr Kind, wie es mit diesen Übungen umgeht. Ein Punkt ist zum Beispiel, erster Punkt, wir haben gesagt, sollte ein Blättchen runterfallen. Hallo? Du kriegst noch eins, gell? Sollte ein Plättchen runterfallen, wir haben immer zwei Stück, nicht auf dem Boden rumkrabbeln oder wie es eben gerade passiert ist, es ist gerade eins ins Schallloch gefallen, lass es einfach drin, Marianne, nimm ein anderes, hol mal nachher raus. So, also es geht immer damit los, dass wir einen gleichmäßigen Puls haben, das macht der Huf. Dann halten wir die Gitarre locker zu, damit man nichts hört und schlagen mit dem Plättchen nur nach unten, ganz locker. 3, 4. Die wichtigere, die sorgt dafür, wie es klingt, ob überhaupt ein Ton rauskommt. Mehr Schwierigkeiten macht am Anfang die linke Hand mit dem Greifen. Deswegen tun wir der besonderen Aufmerksamkeit widmen und wir machen unsere Fingerklopfübung. So, ihr habt hinten dran eure Markierung, Daumen hinten dran. So, die Verse, die Sie jetzt hören, enthalten ein paar deftige Ausdrücke, stammt nicht von mir. Es ist ein Professor aus Frankfurt, Professor Heinz Teuchert, an der Hochschule der Bildenden Künste, hat die rausgelassen, deshalb geben wir die jetzt auch gemeinsam wieder. Der erste Finger klopft jetzt und wird dadurch trainiert. Erster Finger, sei nicht faul, klopf den Griffbrett auf das Maul. Jetzt kommt der nächste Finger, der Mittelfinger, der soll klopfen. Auch mein zweiter ist nicht schlecht. Hämmert munter wie ein Specht. So, jetzt soll der Ringfinger klopfen. Der Ringfinger ist über ein kleines Bändchen mit dem Mittelfinger verwachsen und tut sich normalerweise sehr schwer. Muss man trotzdem trainieren. Hoch mit dem Ringfinger und drauf. Und, wie geht es? Dritter, jetzt kommst du heran. Jeder klopft so gut er kann. Okay, und jetzt kommt der Kleine, der läuft wieder ganz gut. Und mein Vierter, obwohl klein, macht die Sache auch recht fein. Gut gemacht, schüttelt. Diese Übung dient nicht nur dazu, ein bisschen Gymnastik zu machen, sondern diese Übung gibt auch ein bisschen Muskelstruktur und ein bisschen Festigkeit.
gerade bei den Kindern ist es so, dass die ganzen Gelenke und Schnorpel, das ist alles noch so ein bisschen weich und fummelig. Und das wird durch die Bänder und Sehnen und Muskeln befestigt. Das ist dann frei. So, mit. Dieses. Das war jetzt die Voraussetzung, um gut zu greifen. Wir wollen jetzt gemeinsam einen E-Dur greifen. E-Dur besteht aus drei Fingern. Der zweite Finger, den haben wir eben geklopft, zweite Finger auf der A-Seite, dritter Finger auf der D-Seite und der erste Finger, der Zeigefinger, sitzt auf der G-Seite. So, jetzt gucke ich mal. Ja, das sieht ganz gut aus. Jawohl. Okay. Alles klar. Ich bleibe jetzt mal da drüben und gucke da drüben ein bisschen. So. Liebe Eltern, Sie merken zu Hause, ob Ihre Kinder das richtig greifen, wenn es so klingt. Bitte nicht mitspielen, Susan. Dann haben wir 6 Punkte. Das gibt eine glatte 1. Wenn es so klingt, dann haben wir 2 Punkte. Die sind aber auch kein Kunststück, weil die beiden äußeren Seiten nicht gegriffen werden. Also die müssen immer sein. Trotzdem kriegen es manche Spezialisten fertig. Durch eine falsche Haltstellung wirklich nur eine einzige Seite. Klingt so. Dann muss man dran arbeiten. Diese Griffe stehen bei jedem Lied vorne dran. Sie bekommen nachher noch Blätter, da steht es genauer drauf. So, jetzt gemeinsam wieder. E-Dur, langsam. Wir zählen bis 4 und spielen alle 6 Seiten. 3, 4. Ich hoffe, Sie haben es gehört. Ungefähr ein Drittel hat gespielt. 1, 2, 3 und der Rest. Wir probieren nochmal. Erst kommt die Kontrolle, ob der Akkord gut klingt. Jedes Mal, wenn ihr einen Griff greift, bevor ihr ein Lied spielt, wird kontrolliert, ob es gut klingt. Geben Sie bitte mal. Achtung. 1, 2, 3, 4. Ja, jetzt war immerhin schon die Hälfte einzeln, paar noch durchgestrichen, meistens glatt beim dritten Mal, aber das will ich Ihnen jetzt erlassen. Nur beim Einzeltonspielen hören Sie, ob alles okay ist. So, die Kunst des Gitarrespielens ist nicht mit viel Mühe und viel Arbeit einen einzigen Griff hinzukriegen und den dann durchzuschrubben, sondern die Kunst ist das Wechseln. Die Kinder haben schon gefragt, ach, machen wir mal einen neuen Griff, machen wir mal das Heho-Spannenwagen an. Das Problem bei Heho-Spannenwagen ist, man muss wechseln. Und das wollen wir jetzt einmal probieren. Ihr greift den E-Moll mit 2 Fingern. 3, 4. Und hüpft eine Etage tiefer zum A-Moll mit 3 Fingern. Und spielt ab der A-Seite. 3, 4. So. Und jetzt dürft ihr zwischen diesen beiden Griffen immer hin und her hüpfen. Das wird die Aufgabe der nächsten Woche und nach den Weihnachtsferien sein. Ich mach's mal vor. Heho, spann den Wagen an. Wollt ihr das mal probieren? Absolut, und dann machen wir denn das Heo, wenn wir mal ein Heo machen. Ja, kein Problem, jetzt könnt ihr. Also komm, einmal probieren. A-Moll, E-Moll, jeden zweimal streichen. Seid ihr soweit? A-Moll, ab A. Achtung, 3, 4. A, wechseln. E, wechseln. A, wechseln. E, voll. Thank you.
Wir sind jetzt gerade in der Halbzeit der Probezeit. Wir haben ja gesagt, die ersten drei Monate, November, Dezember, Januar, ist Probe. Wir haben wirklich eine Punktlandung hingelegt. Sechs Wochen sind vorbei, sechs Wochen stehen vor uns. Aber bis jetzt war alles noch harmlos. Jetzt wird es ernst. Also wer weitermachen will, muss Finger wie Stahl haben. So, jetzt aber. Vielleicht finden wir noch ein paar Eltern, die schlafen. Wir haben das Lied Bruder Jakob durchdekliniert. In allen Sprachen, in allen Variationen. Mehr E-Dur. Achtung, ein langes E. Langes E. Deswegen wird es vielleicht ein bisschen leise. Mucksmäuschen still. Wie klingt Bruder Jakob auf Türkisch? Da heißt er Jakob Usta. Und ich bitte die Eltern ein bisschen zu unterstützen. Die Kinder brechen sich bald über die Zunge am Anfang. Eins, zwei, los! Dieses Lied ist so alt wie die Menschheit, aber es ist doch erstaunlich, wie viel Variation es davon gibt. Wir haben eine Schülerin, die kam aus Heilbronn. Das ist die Marie, wo steht sie? Ah, da ist sie. Und sie hat gesagt, das Lied geht ganz anders und hat die ganze Gruppe angesteckt. Wir hören jetzt die Version von der Grundschule in Heilbronn. Und da scheinen raue Sitten zu herrschen. Bitte schön, Heilbronner Version. Eins, zwei, drei, vier. Eins, so schlecht sein. Wir singen jetzt Quatschianisch, eine weitverbreitete Sprache.
Doppelschlag. Und nicht so laut, schön singen. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ich weiß, dass hier einige Donauschwaben oder so sind, vielleicht kennt einer oder der andere das Lied. Fing mir eine Mücke heute, falls original fragen Sie mich nicht. Es ist auf jeden Fall ein Scherz- oder Quatschlied. Fing mir eine Mücke heute größer als ein Berg, als ein Bergwohl. Ja, gibt's gar nicht. So, seid ihr soweit. E-Moll, zwei Fingergriff. Da vorne ist das Publikum, nur falls du. Nadine, da vorne sind wir. Achtung. E-Moll, Fußle. 40 Leute, aber leise. Schwingt locker. Seid ihr soweit? Ja. One, two. One, two, three, four. Übergehen, werden wir uns natürlich mit einem Liedchen verabschieden. Ich bedanke mich bei den Eltern. Ich bedanke mich natürlich bei unseren Musikern, bei unseren Kindern, die wirklich
noch mal ganz schön geschwitzt haben diese Woche. Erstmal vielen Dank an euch, habt ihr toll gemacht. Und mit einer ich bedanke mich beim Hausmeister, auch wenn er jetzt nicht da ist, Herr Fortwinkel, der nochmal den Raum hier geputzt hat, alles weggestellt hat. Es ist normalerweise ein Musikraum mit Klassenbestuhlung, wir haben es ja besprochen, so muss es nachher wieder aussehen. Aber er hat es extra für uns hingerichtet, also auch wenn er nicht da ist, herzlichen Dank an Herrn Fortwinkel. Unsere Förderin und Unterstützerin, Frau Leichterer, sitzt hinten. Sie hat sich nicht nehmen lassen, obwohl sie wirklich viel um die Ohren hat. Nicht nur, dass sie diese Gitarrenklasse ins Leben gerufen hat. Sie hat gesagt, das guckt sie sich heute Abend auch an, damit sie weiß, was auf sie zukommt. Jetzt hat sie den Salat. Vielen Dank, Frau Leichterer, dass Sie kommen. So. Unser letztes Stück ist in E-Moll. Es ist nämlich eher traurig. Es kommt aus Israel, wir singen wieder wie üblich bei uns, bei unseren hochintelligenten Kindern, mindestens drei Sprachen. Erstens in Hebräisch, dann singen wir es in Englisch und dann in Deutsch. Zumindest in Hebräisch können Sie natürlich selbstverständlich mitsingen, weil es doch recht bekannt ist. Ihr habt alle euren E-Moll, der Fuß läuft. Und es ist ein unheimlich langer, ein unheimlich trauriger Akkord, der wird so durchgezogen. Achtung, rumsachte, ganz lang. Und wir sind klar wie die Vögelchen, nur ganz schluchzend. Eins, zwei, drei, vier. So schnell. Ich hab mein Taschentuch auf die Elfen.
Thank you.